Wir haben einen Carbonrahmen und damit ein sehr leichtes Gewicht. Wir haben hochwertige Komponenten und wir haben das KTM Myrun Elite. Und das schauen wir uns jetzt an, deswegen jetzt viel Spaß dabei. Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf Zweirad Express TV zu einem neuen Video begrüßen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. KTM hat mit dem Myrun Elite ein sehr schönes Hardtail Mountainbike rausgebracht, was als solches schon mal extrem elegant aussieht. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt an der Formgebung des Rahmens liegt oder tatsächlich auch an diesem hellblauen Metallic. Sehr cool. Wir haben hier ein Gesamtgewicht von gerade mal 11,9 Kilo, wie das Rad hier steht, also ohne Pedale auch. Die kommen dann eben nochmal mit ein paar Gramm dazu. Hardtail Mountainbike bedeutet hier hinten zwar keine Federung, hier vorne aber sehr wohl. Wir haben hier die 32er Fox und zwar kommt die mit 100 mm Federweg und an dieser Stelle mit Lockout am Lenker. Und das zeigen wir euch jetzt mal im Detail. Das Lockout wird über diese beiden Hebel bedient und schauen wir einmal hier drauf. Wir können hier drücken und dann bewegt sich hier gleich was. Ich mach's mal. Zack und schon ist die Federgabel gesperrt und hier rüber können wir es dann wieder lösen. Das heißt also bergauf können wir das Ganze vom Lenker aussperren und dann, wenn es bergab geht, zack, frei und wir haben wieder auch den Federweg, den wir gerne wollen und können die vollen 100 mm nutzen. Dann kommen wir von einem Highlight zum anderen und zwar sprechen wir jetzt einmal über die Schaltgruppe, die natürlich auch elementar bei so einem Rad ist. Und zwar ist es eine Kombination aus Deore und XT-Gruppe. Wir haben hier die Gangwahlhebel, die aus der Deore-Gruppe kommen, genauso wie die Kurbel. Und das Schallwerk als solches kommt aus der XT-Gruppe, was sehr hochwertig ist und wirklich langlebig ist. Da kann schön nachjustiert werden, da werdet ihr ganz lange Freude dran haben. Wir haben hier bei diesem Rad 29 Zoll Laufräder und ein grobes Profil natürlich, auch gerade mit schönem Halt an den Seiten, an den Flanken, was bei den Biobikes ja wichtig ist, dass das Profil auch nicht so grob ist, denn so viel Profil brauchen wir ja für die allermeisten Sachen gar nicht, sodass wir hier lieber ein bisschen effizienter unterwegs sind, um eben den Abrollwiderstand auch ein bisschen geringer zu halten. Das ist das KTM Myrun Elite. Wenn ich euch dafür begeistern konnte, viel Spaß damit. Ich wünsche euch eine gute und vor allem unfallfreie Saison. Pass auf euch auf. Bis dahin. Ciao.